Moin Leute, heute habe ich ein schönes Soßenrezept für euch, und zwar vegane Chili-Soße. Die finde ich ist ein super Geschenk, wenn man sie in hübsche Flaschen abfüllt. Zumindest für die, die gerne scharf essen. Und auch zum selber essen ist sie prima, denn anders als bei gekauften Soßen kann man da auch den Schärfegrad selber bestimmen, was mir eigentlich recht gut gefällt. Früher habe ich meine Chili-Soßen immer gekauft, inzwischen bin ich doch dazu übergegangen, mir die selber zu machen. Denn ja, man weiß einfach, was drin ist. Man kann, wie gesagt, den Schärfegrad selber bestimmen und außerdem kann man da immer überall so ein bisschen variieren, zum Beispiel auch mit den verschiedenen Chili-Sorten. Ja, los geht's. So, erstmal habe ich hier 5 Zwiebeln, aber da würden eigentlich 4 reichen. Ich habe jetzt bloß 5 genommen, weil die extrem klein sind. Die könnt ihr erstmal ganz grob klein schneiden, also vierteln und dann in relativ feine Scheiben. So, die erstmal in eine kleine Schüssel beiseite stellen. Dann habe ich hier natürlich die Chilis. 4 Stück habe ich in diesem Fall genommen. Das sind jetzt 3 rote und eine gelbe Habanero Chili. Da könnt ihr aber auch von den Sorten her und von den Mengen her frei variieren, denn die wirkliche Masse machen nachher die anderen Zutaten aus. Die schneide ich erstmal auch ganz grob klein. So, am besten eine andere Schüssel geben als die Zwiebeln. Außerdem habe ich hier 5 getrocknete Aprikosen. Die hacke ich auch ganz grob und gebe sie zu den Chilis. Genauso wie 2 Knoblauchzehen, ebenfalls einfach in Scheiben. Außerdem habe ich hier ein bisschen frischen Rosmarin. Den zupfe ich einfach vom Stiel ab und gebe ihn auch zu der Schüssel mit den Chilis. Da könnt ihr übrigens auch einfach getrockneten nehmen. Und zu guter Letzt habe ich hier noch 2 Tomaten. Die halbiere ich und viertel sie und dann ganz einfach in dünne Scheiben und in eine extra Schüssel. Jetzt braucht ihr einen hohen Topf, sollte ungefähr 1 Liter fassen. Macht ein paar Esslöffel Olivenöl rein und da könnt ihr auch gleich die Zwiebeln dazugeben. Und einfach ein bisschen anstützen. So, 2 bis 3 Minuten anstützen sollte reichen. Dann könnt ihr jetzt die Chilis, Aprikosen, Rosmarin und den Knoblauch dazugeben. Und die ebenfalls nochmal ein paar Minuten gut anstützen. So, das waren jetzt nochmal 2 bis 3 Minuten. Dann habe ich hier 3 Esslöffel Cashewkerne. Die gebe ich jetzt dazu. Und brate die nun mal eine Minute mit an. Dann könnt ihr auch schon eure Tomaten dazugeben. Dann habe ich hier 800 ml Wasser. Davon geht ihr allerdings jetzt nicht alles rein, sondern haltet so ungefähr 100 ml zurück. Also erstmal ca. 700. Dann braucht ihr 2 bis 3 Teelöffel Salz. Könnt ihr auch schon dazugeben. Dann könnt ihr die Soße jetzt einmal aufkochen lassen. So, und sobald sie kocht, könnt ihr sie dann auf kleine bis mittlere Hitze unterschalten und dort so circa 10 Minuten vor sich hinköcheln lassen. So, das hat jetzt ungefähr 10 Minuten geköchelt. Das könnt ihr jetzt wieder ein bisschen hochschalten. Und dann braucht ihr euer restliches Wasser und 1,5 Esslöffel Maisstärke. Die geht ihr gleich mal dazu und würzt ihr auch schön unter. Das könnt ihr jetzt in eure Soße geben und einmal schön aufkochen lassen. So, und das Ganze muss jetzt bloß noch püriert werden. So, ich nehme jetzt dafür meinen Omniblend. Ihr könnt natürlich auch einfach einen Pürierstab nehmen und das Ganze dann ein paar Minuten schön fein pürieren. So, beim Omniblend war es jetzt nur 1 Minute. Das sollte auch reichen. Das könnt ihr erstmal wieder in den Topf geben. Und wie ihr seht, das ist richtig schön sämig geworden. Größtenteils durch die Cashewkerne. So, die Soße könnt ihr jetzt erstmal wieder auf dem Herd stellen und auf kleine Hitze anschalten.
denn die füllen wir jetzt erstmal in Flaschen ab. Dafür habe ich jetzt ein paar Flaschen einfach heiß ausgespült und da gebe ich jetzt ganz einfach die Chilisauce rein. Den Deckel fest verschließen und einmal ganz kurz auf den Kopf stellen. So, damit habt ihr sehr einfach ein schönes Geschenk selber gemacht und alle, die gerne scharf essen, werden dafür auf jeden Fall sehr dankbar sein. Ja, damit wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen und beim Verschenken und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bye.